Wenn Sie die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel bewerten müssten, wie viele Punkte würden Sie ihr denn geben, sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10? Ich kann da gar keine Punkte verteilen, weil ich das so eigentlich in der expliziten Form, wie Sie 2015 hier wie eine Invasion eingedrungen sind, ohne irgendwelche Kontinuität und Regulierung, so gar nicht kontrollieren oder tolerieren kann und das eigentlich auf die Kappe der Kanzlerin geht. Die hat ja nicht viel zugesagt zu der Flüchtlingspolitik, außer wir schaffen das. Also 1 bis 10? Ja. 1 ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? 1. Weil sie immer die anderen haben was machen müssen. Und sie selber, was hat sie dazu beigetragen, außer wir schaffen das? Das haben die Freiwilligen geschafft. Die Leute, die ist es anerkennungswert, aber nicht, was sie geschafft hat. Die hat sich dann ausgeschwiegen. Wird das ausgestrahlt? Also das Schlechteste vom Schlechten. Okay. Aber das liegt jetzt nicht den Personengruppen zugeschrieben, die hierher kommen, sondern wie es geregelt wird. Weil ich komme nicht mal in die Sicherheitszone vom Flughafen. Und so wie es ja augenscheinlich zu sein scheint, kommen viele Menschen rüber, wo wir nicht wissen, wer sie sind. Und viele Menschen kommen ja auch rüber mit Träumen und Visionen. Und die werden hier dann nicht erfüllt, zumindest großenteils nicht erfüllt. Und ist natürlich jetzt keine Erlaubnis, dass man denn hier kriminell wird und andere Leute umhaut oder sowas? Ja, das kann ich ja nicht so sagen. Alles, was Dreck an den Hacken hat, nach Hause zurück. Okay. Diese Familien, okay, aber die ganzen jungen Leute, die treten ja hier alle im Fünferpulk auf. Da haben wir Frauen alleine, abends auf die Straße zu gehen. Ich habe das jetzt wieder heute Morgen gehört, eine Reportage am Zopf, was da los ist, dass die Generation in meinem Alter Angst hat. Helfen schon, aber nur vor Ort. Nicht hier unbedingt. Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Thank you.